Der schlaue Husar von Johann Peter Hebel. Ein Husar wusste wohl, dass der Bauer, der mir jetzt auf der Straße entgegenging, 100 Gulden für geliefertes Heu eingenommen hatte und heimtragen wollte. Und deswegen bat er ihn um ein kleines Geschenk für Tabak und Branntwein. Wer weiß, ob er mit ein paar Batzen nicht zufrieden gewesen wäre. Aber der Landmann versicherte und beteuerte bei Himmel und Hölle, dass er den einzigen letzten Kreuzer im nächsten Dorf ausgegeben und nichts mehr übrig habe. Ja, wenn du nichts hast, sagte darauf der Husar, und ich habe nichts, ja, dann müssen wir den Gang zum heiligen Alfonsus machen. Was der uns beschert, das wollen wir dann brüderlich teilen. Dieser Alfonsus stand in Stein gehauen in einer alten, wenig besuchten Kapelle am Feldweg. Der Landmann hatte anfangs keine große Lust zu dieser Wallfahrt, aber der Husar nahm keine Ausrede an und versicherte unterwegs seinem Begleiter so nachdrücklich, der heilige Alfonsus habe ihn noch in keiner Not stecken lassen, dass dieser selbst anfing, Hoffnung zu gewinnen. Vermutlich war in der abgelegenen Kapelle ein Kamerad oder Helfershelfer des Husaren verborgen. Nichts weniger. Es war wirklich das steinerne Bild des Alfonsus, vor welchem sie jetzt niederknieten, während der Husar gar andächtig zu beten schien. Jetzt, sagte sein Begleiter ins Ohr, jetzt hat er mir etwas gewinkt. Er stand auf, ging zu ihm hin, hielt die Ohren an die steinernen Lippen und kam gar freudig wieder zu seinem Begleiter zurück. Einen Gulden hat er mir geschenkt. In meiner Tasche müsste er schon stecken. Er zog auch wirklich zum Erstaunen des anderen einen Gulden heraus, den er aber schon vorher bei sich gehabt hatte, und teilte mit ihm brüderlich zur Hälfte. Das leuchtete dem Landmann ein, und es war ihm gar recht, dass der Husar die Probe noch einmal machen wollte. Alles ging das zweite Mal wie zuerst. »Ha! 100 Gulden hat uns jetzt der gute Alfonsus auf einmal geschenkt. In deiner Tasche müssen sie stecken.« Der Bauer wurde totenblass, als er das hörte, und wiederholte seine Versicherung, dass er gewiss keinen Kreuzer habe. Allein der Husar redete ihm zu, er soll doch nur Vertrauen zum heiligen Alfonsus haben und nachsehen. Alfonsus habe ihn noch nie getäuscht. Wollte er wohl oder übel, so musste er seine Taschen umkehren und leer machen. Die 100 Gulden kamen richtig zum Vorschein, und hatte er vorher dem schlauen Husaren die Hälfte von seinem Gulden abgenommen, so musste er jetzt auch seine 100 Gulden mit ihm teilen. Da half kein Bitten und kein Flehen. Das war zwar fein und listig, aber doch nicht ganz recht. Zumal in einer Kapelle,